Fallen, willkommen zu einer neuen Folge Kraft Attack. Hallo. Hallo. Guten Andi, Abend. Bitte mach den Baum. Bitte. Nö. Gibt ja auch Leaves, doch? Ihr haut mich eh runter. Nein, versprochen. Hoch und heilig. Andi, sonst kriegst du einen 5 Euro Steam-Spiel von mir. Nein, ja. Wenn ich dich runterhaue. Wenn wir dich runterhauen, dann zahlen Kilian und ich jeweils 20 Euro in die Kasse ein. Gib mir eine Schere, Kilian. Hä, wieso eine Schere? Weil es bei dem Baum nicht viel bedarf, dass er gut aussieht. Beschneidung. Ha, ha, ha. Da bedarf es nur ein bisschen. Ein bisschen Schutz. Liebe und Fürsorge. Eine Schere. Aber was könnte denn hier noch so hin? Können wir mal Baumstämme kehren? Ja, du musst auf jeden Fall einen Gravelweg, damit kann man schon mal viel Platz füllen. Ja, Gravel! Das Scheißspiel! Kieren. Ach, warte, vielleicht liegt es an Forge. Ich komme jetzt mal zum normalen Minecraft rein. Weg, Boss, auf den Stimmt, jetzt müssen wir nicht auf. Aber wie machen wir den Gravelweg? Das ist schwierig. Also, ich finde den Buam gut so. Oh. Ja, jetzt wieder. Oh, Andi, jetzt hast du es gesagt. Was? Ich muss eine große Confession. Alter, lass mal hier so einen Pfad machen, der so ausgetreten ist. Andi, pass auf, das sind Löcher. Wow, ein Confessor. Hallo, ich möchte mir hier gerade mein Herz von der Seele reden. Ja, trotzdem, lass mal so einen ausgegravelten Weg machen. Sagt man das Herz von der Seele reden? Doch, eben hast du gehört, was ich meine. Ja, so einen ausgetretenen Weg. Ja. Das Problem ist, wir müssen dazu erstmal von unten füllen ein bisschen. Ja, dann mach doch. Ja, also ich habe, du hast gerade Buam gesagt, ne? Es erinnert mich an meinen allerersten und gleichzeitig auch allerletzten Hate-Kommentar von mir auf YouTube. Ich habe einmal in meinem Leben einen Hate-Kommentar geschrieben. Hast du gesagt, du Buam-Sohn? Hast du gesagt, du Buam-Sohn oder und was? Nein, es ging um ein Video von Ursprung Buam. Kennt ihr die? Nein. Das ist so eine, muss man eigentlich gehört haben. Ursprung Buam. Was ist das? Das ist so eine komische Mongo-Truppe. Präzise ausgedrückt, aber okay. Warte, zum Beispiel, ich kann euch einfach mal ein Lied von denen heißt zum Beispiel Aschleira Madel Atirola Bua. Däum, hast du eigentlich schon Gravel besorgt? Ach, so eine Truppe ist das, sowas wie die Kasselruder Spatzen auf Tirole. Ja, auf Tirole, nur auf Behinder, ja genau. Däum, das war eine Frage. Was hast du gesagt? Ob du Gravel, richtig, ja, mach ich. Und? Ja, und da, weil ich finde ja Hate-Kommentare eigentlich scheiße, aber da habe ich selbst einen Hate-Kommentar gemacht. Also ich muss sagen, da war ich noch klein. Däum, es kann nicht sein, dass ich schneller Gravel hole als du, Alter. Jetzt sag, was du geschrieben hast, Däum. Naja, ich hab die irgendwie. Doch, ich hab den Gravel geholt. Hast du sie hart gehatet, ja? Ja, ich muss auch sagen. Es war eigentlich richtig mies, was ich geschrieben habe. Ja, sag. Nein, das kann ich nicht im Video sagen. Das war richtig gemein. Sag es. Das war richtig sag gemein. Sag es. Nein. Sag es, Alter. Ich hab bestimmt geschrieben, ihr dreht bei Tetris auch die Quadrate mehrfach. Oh. Nein, sag es jetzt, Alter. Doch. Nein, es ist wirklich mies. Ja, und? Du hast. Alter, es ist doch so, wenn irgendjemand eine Geschichte anfängt, muss er sie zu Ende führen. Jetzt führe sie zu Ende. Es gibt Geschichten, die können in Folgen leider nicht zu Ende geführt werden. Ja, führe sie zu Ende. Wir müssen unsere Zuschauer von meinem schlechten Ende. Züchtigen! Entweder du führst sie jetzt. Ja, klar. Entweder du führst sie jetzt zu Ende oder nach der Folge. Ja, natürlich nach der Folge dann. Bon! Andi setzt an die Stelle, wo es natürlich noch nicht aufgefüllt ist. Hast du noch Dirt? Nein. Achso, dann muss ich. Also ich hab hier Dirt noch. Ich hab Dirt, ich regel das. Kian, ich hab nicht genug Gravel. Vor allem hast du noch Gravel? Nein, ich hab einen Gravel mitgenommen. Ah, Geigenmoor, Sir! Scheiße, dann haben wir nicht mehr genug Gravel, um das fertig zu machen. Eine Geige muss her oder er muss geigen? Ich glaube, eine Geige muss her. Ich will mal den Level auf. Ein Geigen muss her. Also hast du doch noch Gravel? Nee, Dirt hab ich. Füll mal die letzten drei Löcher. So, oder was? Geigen. Muswar. Herr. Fragezeichen. Geigen-Muswar. In 5, 4. Nein, 17p nimmt auf. Nein, 17p ist AFK. Ja, wenn wir jetzt hier kein Gravel haben, soll jetzt hier noch ein Baum hin, oder? Big Boss auf den Nummernschild. Ja, aber jetzt so richtig huge Tree. Ja, dann go for it, Andi. It's your job. Und ich verteile noch ein paar Rosen, weil ich es kann. Geigen. Psoffene Brieder. ich wüsste jetzt zu gerne, was du damals geschrieben hast. Wenn man das jetzt noch richtig aussprechen könnte, wie so ein richtiger Tiroler, dann würdest du wahrscheinlich noch viel. Ein richtiger Tiroler!
Okay, das klang jetzt irgendwie anders. Das war bestimmt keiner, aber... Das war irgendwas anderes. Das war, könnte man Führerbunker 44. Nein, überhaupt nicht. Ein bisschen schon. Nein, nein, Andi, das wäre eine durchaus nicht, annehmbare Replika gewesen. Findest du? Fand ich ganz gut. Nee, sorry, Andi, muss ich sagen, hast du wohl keine Ahnung von der Materie. Von der Materie. Ich liebe es, wie Christoph Maria Herbst das in dem Hörbuch betont. Oh! Fast runtergefallen. Ich habe sogar das Video gefunden, wo ich gehatet habe. Ich werde nach der Folge mal schauen, ob ich meinen Kommentar noch irgendwo ausgraben kann. Ey, du könntest über deinen Kanal gehen, über alle Aktivitäten. Alter, das ist damals, das ist schon so lange her. Ja, das müsste ja trotzdem so lange her. Keine Ahnung, wie, da war ich 15? Jetzt, ansonsten... Ja, we need more Baum. Ja gut, so lange ist es nicht. Brauchen wir? Warte, dann, ich kann so welche anpflanzen und schnell farmen. Warte, kann man. Hat wer Bone Meal dabei? No, no, Senor, no, no. Muss ich das aus der Kiste holen? Moment. Ein Hit gefunden? Ich glaube, er hat ihn gefunden. Nein, aber da gibt's noch so Hate. Ja, da liest sie mal wenigstens vor. Das ist noch echte Musik, kein Geschrei von verrückten Popstars, die von irgendwelchen Plattenfirmen aus Kommerzzwecken hochgepäppelt werden. Wer von Dummheit und Inzest schreibt, dem sage ich nur, schließt von euren Familienverhältnissen nicht am anderen. Oh Gott, da merkt man schon, in welche Richtung Dorms Kommentar gegangen sein muss. Metal ist im wahrsten Sinne musikalischer Schrott, nur dass man für echtes Metal noch beim Alteisenhändler Gold bekommt und für Metal-Musik nur Trinitus. Aber der... Ja, was tust du? LOL! Ich habe einen Baum geschaffen! Der ist ja, der hat ja fast Penisformate. Oh, festes bäuerisches Madel! aber ist eigentlich nicht ganz unrecht. So, der Durchschnittspopstar ist jetzt schon so ein hochgepuschter Hurensohn, ne? Hallo, nicht alle. Justin Bieber, der ist nur. Haben wir das Haus beschädigt? Könnt mir gut vorstellen, dass mein Kommentar gelöscht wurde. Ich glaube, ich habe das Haus beschädigt. Nein! Nein, der kann nicht reinwachsen. Nee, stimmt, nee, passt schon. Sieht nur so aus. Aber es hat sich perfekt angeschmiegt. Warte, erstmal gucken. Ah, mein Auge brennt. Danke, Andi. Mini-Herzinfarkt. Danke, dass du mich wieder auf den Boden der Tatsachen wieder runterholst. Bitteschön, immer doch gerne. Hauptsache, es droppt irgendwo Word. Drop me some Word, Tiny. So, ich brauche ein bisschen Word. Nee, mein Kommentar gibt's nicht mehr, der muss gelöscht worden sein. Der war richtig übel. Ey. Scheiße, wir haben es nicht mal geschafft, das auf Schnellste zu bauen. Ja, weil du kein Dirt mehr hattest, du Lappen. Ja. Das war so ein Problem. Verschwinde, du dreckiger Baum. So, was fehlt denn sonst noch? Hier kann noch was hin. Hier könnte noch ein zweiter See hin, den mache ich jetzt auch. Finde ich mich schön. Aburm vor Liam. Vor Liam? Ja. Fuchs. Zwei rehbraune Augen. Schauen Gemma, aus. Gemma, Borischer. Amor 2. Oh Gott. Zillertaler Hochzeitsmarsch. Ich dachte, jetzt kommt Zillertaler. Das ist noch wahre Musik, Andi. Also du musst Andi dachte an was anderes. Ich weiß, woran Andi dachte. Aber wenn, du musst dir das nachher mal, wenn du das hörst, da öffnet sich dir dein Herz. Nein. Ja, der Mund zum Brechen. Ja, und zwar auf... Es ist schlimmer als Kasselruder Spatzen. Ja, deutlich. Und zwar aus einem Grund, den ich jetzt hier aber nicht erwähnen kann. Nein! Was mich fertig. Da fehlt Dirt. Ja, ich hab kein Dirt mehr. Oh, scheiße, ich muss noch irgendwo Dirt haben. Warte, wir können uns hier einfach welchen dealen. Ich nenne mich übrigens offiziell zum Porkchop Mediaschen Baumarchitekten. Cool, der ist ganz schön huge. Ist der auch lizenziert? Weiß ich noch nicht, mal gucken. Ich hab noch nicht die Baummeisterprüfung. Siehst du, sag, Baummeister. Mal ein bisschen Dirt. Kein Dirt. Boah, ehrlich jetzt, muss ich zurücklaufen und Stack Dirt holen? Scheiße. Alter, diese Edge ist einfach so tight. Und trotzdem geht man da immer lang. Warum okay, was passiert was? Warum läufst du nicht auf dem Gelände? Alle Leute laufen auf dem Gelände. Nein, ich laufe nicht auf dem Gelände. Ich bin Hipster. Bei Kian zählt Safety First. Ja?
Ich laufe da auch nur mit Helm rüber. Und welcher Bastard hat Essen in unsere Kiste getan, die es nicht reingehört? Welcher Bastard hat Essen in unsere Kiste getan? Hey, wir hoffen, uns Gutes zu tun. Oh ja, ich bin auf unserem Haus. Das hat spaßhaft. Ich brauche mal Blätter. On the rescue for Blätter. Na 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 na. Es mag nicht hell werden. Was? Es mag nicht hell werden? Ich komme nicht klar auf den Titel. Was soll Gott machen? Der hört das gerade die ganze Zeit. Nein, ich. Es mag nicht. Es mag. Ich habe auf dem zweiten Bildschirm die YouTube offen und da sehe ich ja die ganze Liste von den Filmen. Smag, du könntest mal Gravelfarm gehen. Es mag nicht hell werden, deine rehbraunen Augen funkeln so what? Vom fashionbaurischen Made. Hast du gehört, Ron? Ja. Wenn es irgendeiner weiß, der tirolische Volksmusik hat, dann wird er uns haten. Mark, dann wird er uns haten. Ja, aber es gibt nicht so viele Kicker auf uns, die tirolische Volksmusik geil. Sicher? Außerdem, ich sag nichts allgemein gegen Tirol, ich sag nur was gegen Ursprung, Ron. Wie heißen die? Was? Ah, hab ich noch gar nicht gesagt, wie die heißen. Doch, aber ich versteh's nicht. Ursprung, Burm. Ursprungsbaum, oder was? Ja, ist Baum oder heißt Burm so wie Burm? Nee, das heißt sowas wie, das heißt Baum. Sag mal, ist das dann sowas wie Folk Tiroler Metal oder was? Nein, nix Metal. Ich kann mir das so drückst du runter vorstellen. Ey, die kommen aus dem Zillertal aus Österreich. Ey, der eine hat Jura studiert. Oh Gott. Ja, weißt du, was aus Jurastudenten später mal wird? Ja, der hält die ganzen Klagen ab. Die Ohrenschmerzen. Schmerzensgeld. Ey, Argeigen muss her, das ist ja aus diesem Jahr. Argeigen muss her. Heißt es jetzt Galgen oder Geige? Geige. Eine Geige muss her. Moment, in dem Lied kommt eine Geige vor? Im Wikipedia-Artikel Kontroverse um Rassismus und Sexismus. Was? Usch, es gibt ein Lied von dir, das heißt Ahmed. Ja, Ahmed, du lieber Ahmed, du Saudi-Araber, lacht nett. Von uns und unseren Frauen kannst du nur träumen. Ich glaube, in diesem Zillertal, da kommen nur solche Sachen her. Ich glaube, die sind ein bisschen zurückgeblieben im Zillertal. Ich glaube, das ist so ein Kommentar kommt bestimmt. Ja, ich wundere. Ich glaube, das Zillertal ist so eine Randgruppenfestung. Vor allem die zweite. So eine Anti-Randgruppenfestung. So eine zweite Wolfsschanze. Infolge dieser Vorwürfe wurde ein Auftrittsverbot der Gruppe in der ORF-ZDF-SF-Kooperation Wenn die Musi spielt gefordert. Wenn die Musi spielt, hey, wenn mir die Musi spielt, ja dann bin ich immer ganz oben auf. Alter, was haben die für Themen in ihren Liedern? Und dann bestimmt so mit Akkordeon-Beats dazu. Geige, nicht Kasti-Beats, sondern Akkordeon-Beats. Die haben wir euch beides, ja. Ah, das sind die zwei von dir sind auch Brüder. Brudi! Also, das ist Cousin, Brüder, zwei Brüder und ein Cousin. Brudi muss niesen. Ich habe übrigens ein Problem mit der exponentiellen Verwendung von Brudi. Vor allem, wenn es Brudi ausgesprochen wird. Ich höre das immer nur irgendwelche komischen Mongos in der S-Bahn sagen. Ja. Ey, Brudi. Boah, letztens wieder so eine Gruppe von so drei Jungs da, ne? Irgendwie, der unterhalten sich darüber, ja, musst du diese Bauchspeck wegkriegen. und dann, ja, du bist Massephase, schwör auf Koran, du bist Massephase. Was? Schwör auf was? Auf Koran drauf, den Sohn. Hat er gesagt Koran? Ja. Ha! Schwör auf. Also, es waren ja arabischstämmige. Ja, aber schwör auf Koran. Ich glaube, das ist nicht so gedacht, oder? Also. Bei denen so. Ist das sowas wie schwör auf Bibel? Ja, sagst du natürlich auch. Ja, gut, auch schwör bei Gott oder so, ne? Ja, schwör bei Gott, das ist ja das Gleiche. Was hat der gesagt? Schwör bei Koran? Schwör auf Koran, du bist Massephase. Aber worauf geschwört wird, ist schon interessant. Geschworen. Watch ever meinst du natürlich, Kian. Und natürlich hier im Pusher-Trainingsanzug. Ernsthaft? Also ich hab ja nichts gegen solche Leute, aber irgendwie.
Man fragt sich doch, was ist da schiefgelaufen? Hat Andi da doch was gegen. Was ist da schiefgelaufen? Ja. Ja, Massephase. Schwerbrudi. Ja, also Rainer Kallmund ist Ultramassephase, oder was? Schwer bei Gott, Alter. Kalli ist Massephase. Er hat sich wahrscheinlich nur vom fettigen Salatdressing ernährt. Okay, mein Baum sieht irgendwie scheiße aus, der muss größer werden, aber wir brauchen ein Dirtbaumgerüst. Und ich würde sagen, wie lange geht denn die Folge eigentlich schon? Nein. Ich gönn mir gleich vorm Schlafen gehen nochmal eine ordentliche Portion Ursprungbaum. Ja, ich auch. Let's go together. Lass uns zusammen ein bisschen raven. Wow. Zu Ursprungbaum. Wisst ihr, die beiden haben nämlich keine Freunde da, wo sie wohnen, deswegen machen sie mal Let's Rave Together. Da wird gleichzeitig das Lied gestartet. Auf die Millisekunde genau, dafür hat Andi einen Mod geschrieben. Und dann wird ordentlich abgeraved in den jeweiligen Zimmern. Ja, Kopfhörer, weil man will ja niemanden belästigen. Ich sag nur Kühlschrank-Rotation, ne? Höchste Vibration. Wow, was ist denn das für ein geiler Baum hier? Was? Ist ja übelst am Vibrieren. Naja, geht, ne? Geht den geil. Ist ein bisschen komisch noch. Der muss ein bisschen weiter ausladen. Der ist noch nicht so Massephase, der ist noch im Aufbau. Der muss noch ein bisschen Definition machen auch, ne? Ja. Bisschen Definition. Der kriegt hier unten auch noch so einen Ast raus. Ein Astloch? Quasi ein schattenspendendes Accessoire für unseren Garten. Achso, Andi, seitdem ich heute auch wieder massenhaft auf YouTube Videos gesehen habe, wo Leute sich beim Armdrücken den Arm brechen. Och. Ich werde einfach nicht wieder Armdrücken machen. Ich habe einfach keinen Bock, dass auf einmal dann da Knick. Oh. Dolms Arm ist ja schon übelst geraped. Das ist ja der linke mit dem rechten, da schlage ich ja. Ah, da hast du Massephase, ne? Ja, da macht Dolms jeden Abend Massephase vom PC. Aber da hat er schon Angst beim Pumpen, dass man Massephase aufgibt. Nee, weil ich meine, wenn der Arm durchbricht, das ist ja eigentlich nur. Ich meine, das ist der Knochen. Na gut, kann sein, dass man sich scheiße ernährt. Das ist ernährt. Ein Drehbruch, oder wie man es nennt. Irgendwie. Ja, das ist halt so ein. Das ist so ein Bruch, der wächst extrem scheiße zusammen. Wo man erstmal ein Selfie da mit dem Arm macht und dann feststellt, dass man sich gerade den Arm gebrochen hat. Und der Arm irgendwie auf einmal so, wo die Hand irgendwie nach unten zeigt, statt nach oben. Ja. Also, das ist ein Wurm, da bin ich stolz drauf. A Geigenmuseer. A Wurmmuseer. A Wurmmuseer. Oh, eigentlich, wir müssen mal zusammen irgendwie Urlaub im Zillertal machen. Wollen wir zur Geburtstag, wir können hier bestimmt noch Tickets für eine Veranstaltung mit denen schicken. Die Jochenschweizer Extremreise verkleidet als Türke ins Zillertal. Ich habe das Gefühl, dass das einfach, also jetzt nichts, also sich trifft sich, aber irgendwie da sammeln sich doch so. Also, wenn man diese andere Zillertaler Band kennt, dann versteht man die Witze, die wir gerade reißen. Da gibt es irgendwie eine erhöhte Ansammlung von komischen Menschen. Von was? Semiten sind ja Juden. Was sind denn Türken oder Araber? Schiiten ist ganz unterschiedlich. Antischiitische Fraktion da unten. Kommt da auch Freiwild her? Da gibt es ja ganz viele Volksgruppen. Nein, Freiwild, Tirol, ne? Freiwild ist doch deutsch, oder? Nein, Tiroler. Kam aus Tirol. Echt? Ja. Ja, aber wobei das ist ja mehr Heimatmusik, was die so laut dehnen. Freiwild bedeutet im eigentlichen Sinne zu Jagd freigegebenes Wild. Danke! Captain Obvious! Die haben keinen Wikipedia-Artikel? Oder schreibe ich falsch? Aber schreibt ihr auseinander, frei.lu. Und letztens, das ist auch witzig, die waren ja letztens hier bei mir in der Nähe, hatten die eine dicke Massephase gemacht. Und nach Hause und überall waren einfach solche komischen biertrinkenden Leute in Freiwild-T-Shirts, die dann auch die kompletten Rewe, also nicht gestürmt haben, aber einfach annektiert. Übelst geraped. Ich habe die kompletten Rewe annektiert und komplette Bier aufgekauft, habe ich das gesehen. Da hat der Däum nichts mehr bekommen. Genau. Wollte mal für seine Massephase sich ein bisschen holen. Däum sollte aber dringend mal in die Massephase gehen. Definitionsphase ist er noch nicht. Ey, schwör bei Gott. Plan. Schwer bei fliegendes Spaghetti-Monster. Dolmbus Massephase. Und Walla haben die auch ganz oft gesagt. Walla! Nicht mehr Lan? Haben sie nicht Lan gesagt? Nee, Walla. Schade. Was heißt denn eigentlich Lan und Walla? Keine Ahnung. Komische Wörter aus deren Sprache, keine Ahnung. Lan-Party. Walla-Party. Alles das Gleiche. So, aber jetzt, Andi, kannst du die Folge beenden. Warte, ich will noch einen epischen Blick auf meinen Baum richten. Ah, das ist ein arabischer Ausdruck, das heißt, ich schwöre bei Gott. Walla? Zlan? Nee, Walla ist so viel wie bei Gott.
Und ja, LAN? Und LAN? Ja, LAN, wenn ich jetzt LAN eingebe, wird alles andere kommen. Mach mal, LAN UGS Ausspruch. LAN Airlines. LAN Airlines. Haben die auch LAN-Kabel? Eine veraltete polnische Flächeneinheit. LAN! Junge, bist du LAN? Was bedeutet umgangssprachlich LAN? LAN bedeutet so viel wie, boah, Alter, wie übertrieben. Krass, man übertreibt mal LAN. Oh, LAN mit dieser Folge, waller ich das Ende. Heißt das wohl Küss LAN ausgesprochen. Tschüss LAN. Küss wird im eigentlichen bei Eseln benutzt, um die Tiere zu stoppen. Tschüss, tschüss. Also wird es halt Stopp oder ähnliches benutzt. Und LAN kommt aus dem Wort Oglan, Junge. Tschüss, Junge. Mach mal halblang, Mann. Übertreib nicht, jetzt mach einen Punkt. Okay, dann mach LAN! Ich jetzt LAN, Junge, LAN. So, damit LAN ich diese Folge. Also, wallert euch ein Abo. Oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Waller. LAN.